Hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil unseres OZ-Glühweintestes. Heute ist Greifswald an der Reihe. Genau, nach Orkanti Xava trauen wir uns wieder auf die Straße und ich glaube, mir steht jetzt heute nichts mehr im Wege. Ja, was los, oder? Ja. Trubel auf dem Markt in Greifswald. Und auch die Glühweintester werfen sich gerne ins Getümmel. An 9 Ständen wird auf dem Greifswalder Weihnachtsmarkt Glühwein ausgeschenkt. Und jedes Mal müssen unsere 8 Tester die Getränke ausführlich nach den Kategorien Geschmack, Temperatur, Vielfalt und Ambiente bewerten. Aber keine Frage, trotz der Arbeit hatten alle jede Menge Spaß. Am 6. Stand schließlich ist die Stimmung auf ihrem Höhepunkt. Es wird getanzt und gesungen. Was am Ende den perfekten Weihnachtstrunk ausmacht, ist für die Tester klar. Ein guter Glühwein ist bekömmlich und aromatisch und er belebt die Sinne und beruhigt gleichzeitig. Glühwein gehört für mich zur Weihnachtszeit. Ein guter Glühwein, der muss Nelken und weihnachtliche Gewürze beinhalten und er darf nicht zu süß sein. Welcher Glühwein dann für alle der beste war, das werten wir wie üblich erst am nächsten Tag aus. Geschafft! Auch der letzte Glühweintest ist durch. Ja, wir haben die Auswertung aus Greifswald vom Wochenende und gewonnen hat der Glühweinstand Liebenow vom Marktplatz mit dem Besitzer Ulf Becker. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Auch das hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nur nochmal so zur Veranschaulichung. Das sind all die Testbögen, die wir in der letzten Woche ausgewertet haben. Ja, vielen, vielen Dank an all die fleißigen Tester. Es war eine schöne Zeit. Ja, wir wünschen noch eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr wieder zum nächsten Glühweintest. Bis dann. Tschüss.